Harris, sicherlich ist die Enttäuschung groß. Ist ja verständlich, wenn man absteigt, aber du wirkst noch darüber hinaus noch mehr angefressen. Kannst du vielleicht was dazu sagen? Ja, ich bin enttäuscht, selbstverständlich. Also es ist enttäuschend, dass wir so ein Spiel heute abgeliefert haben, wenn so entscheidende Situation ist. Wir haben in dieser Runde so viel investiert, um uns überhaupt in diese Position zu bringen. Und haben in der zweiten Halbzeit einfach kein gutes Spiel gemacht. An der Stelle wirklich ein Kompliment an meinen Trainerkollegen, an Olympia Kirlach. Die haben ein sehr gutes Spiel gemacht und sind unterm Strich auch verdient in die Verbandsliga aufgestiegen. Glückwunsch von meiner Seite. Es sah lange Zeit knapp aus, auch wenn vor allem in der zweiten Halbzeit Kirlach die überzeugendere Mannschaft war. Entscheidende Szene, Elfmeter. Was kannst du zu dieser Szene sagen und zum Spielverlauf allgemein? Also ich möchte eins sagen, Kirlach ist definitiv verdient weiter. Sie waren die bessere Mannschaft. Was mich aber maßlos ärgert, ist die Elfmeterentscheidung. Unser Spieler geht weder aktiv mit der Hand zum Ball, geschweige denn sieht er überhaupt, was in seinem Rücken passiert. Und das wird als absichtliches Handspiel geahndet. Ich bin ehrlich gesagt sehr enttäuscht, dass mit dieser Aktion dieses Spiel entschieden wird. Wie gesagt, Kirlach war die bessere Mannschaft, absolut verdient weiter. Aber für mich ist es unverständlich, so einen Elfmeter in der Situation zu pfeifen. Wie geht es jetzt für euch weiter, für dich persönlich und für die Mannschaft? Ja, im Fußball geht es immer weiter. Also ich habe mich relativ schnell geäußert, dass ich beim TSV Reichenbach Liga unabhängig bleiben möchte. Es entsteht was Gutes bei uns. Wenn ich so in die Runde reinschaue, da sind sehr viele 18-, 19-Jährige, die ihre Erfahrungen noch machen müssen. Das hat uns auch die Runde gezeigt. Wir sind oftmals hingefallen, die Runde. Wir werden aber auch wieder aufstehen. Ich bin mir sicher, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Müssen jetzt, wie gesagt, diese bittere Pille schlucken. Aber ich sehe sehr viel Potenzial in dieser Mannschaft. Und es sind Jungs mit gutem Charakter und einer guten Leidenschaft. Von daher stimmt es mich optimistisch, dass wir auch erfolgreich die Zukunft gestalten werden. Harris, ich danke dir vielmals für das Interview. Viel Erfolg und alles Gute. Alles klar, vielen Dank. Dankeschön.